Hi, schön, dass du hergefunden hast. Mein Name ist Saskia und ich bin Teilnehmerin bei einer zweijährigen Yoga-Lehrerausbildung bei Yoga Vidya. Diesmal geht es nicht um die Woche, sondern um das Wochenende und zwar das erste, was jetzt im zweiten Halbjahr im Center stattgefunden hat. Wir haben da viele Themen dran gehabt und diesmal geht es um das Thema Karma. Ui. Und wir haben auch sehr viel Yoga-Praxis gemacht. Ui. Wenn du mehr darüber erfahren willst, würde ich sagen, legen wir mal los. Das Wochenende selber war total cool, denn für mich war es das erste Center-Wochenende im Center vor Ort. Und ich hoffe sehr, dass es nicht das letzte ist, jetzt wo der Winter naht. Und es war total schön, die Zeit mit meinen Mit-Yoginis zu verbringen. Und wir haben auch uns gegenseitig bekocht, also sprich jeder hat etwas zum Buffet mitgebracht. Wir haben dann gemeinsam gegessen, alles ganz Corona-konform natürlich, aber es war so lecker. Es war echt lecker. Und schon bei der Vorbereitung war es allerdings für mich so, ich muss jetzt vegan kochen und aber auch sattvig, also yogisch sattvig. Das bedeutet, vielleicht erinnert ihr euch noch die drei Gunas. Wir haben ja Tamas, Rajas und Sattva. Und Sattva bedeutet, es sollten keine Zwiebeln enthalten sein, kein Knoblauch, kein Essig, keine Pilze. Das sind alles rajasige oder tamasige Lebensmittel. Dann noch vegan. Und das war dann doch ein bisschen eine Herausforderung erstmal im ersten Moment. Und dann habe ich mir aber relativ schnell gedacht, ach, ich mache einfach eine schöne, leckere, vegane Quiche. Da gibt es ja gute Rezepte, probiere ich einfach mal aus. Mit Lauch. Und dann stand ich davor, hatte alle meine Zutaten vor mir liegen und wollte anfangen mit Kochen. Und in dem Moment fiel mir ein, Moment mal, Lauch ist ja eigentlich auch nichts anderes als eine große Zwiebel. Sämtliche Botaniker mögen mir verzeihen, aber das war so mein Gedankengang gerade so. Scheiße, ich glaube, Lauch ist auch nicht sattig. Dann habe ich es gegoogelt und habe irgendwo gefunden, ja, Lauch, sollte man nicht unbedingt nehmen. Ich dachte so, oh. Gut, da ist dann stattdessen was anderes reingehuscht. Das war auch trotzdem sehr, sehr lecker. Aber das war dann dieser Moment, wo ich dachte, okay, vegan kochen ist schon mal eine Herausforderung. Und dann aber auch noch sattvig kochen. Das ist irgendwie nochmal so das ein bisschen on top drauf. Aber es war interessant, es war lustig und es war sehr, sehr lecker am Ende. Wir haben ja dann alle sattvig gekocht und es war sehr, sehr lecker. Oh, ich hätte mich reinlegen können, das Essen. Vielen Dank an meine ganzen Mit-Yoginis und Yogis, dass sie so leckeres Essen gekocht haben. Ich bin ja ein kleiner Vielfraß, deswegen finde ich das toll. So, zum Karma, beziehungsweise zum Vorgeplänkel, vor dem Karma. Die erste Frage ist, was ist Karma denn überhaupt? Und in welchem Kontext, jetzt könnt ihr mal überlegen, in welchem Kontext ihr Karma so kennt oder anwendet. Und wir haben da auch erstmal drüber gesprochen. Und da ist dann vor allen Dingen aufgekommen, dass Karma eher so gesagt ist, negatives Karma. Also, dass viel vor allen Dingen so auf diesen negativen Aspekten geht. Und immer, dass man so ein bisschen sagt, dieses Karma ist wie so ein Bumerang. Man wirft was aus und man bekommt es wieder zurück. Das ist das, worüber wir gesprochen haben, was wir gesagt haben. Das ist so das, wo wir den Eindruck haben, wo der Begriff Karma besonders häufig genutzt wird. Unser Yoga-Lehrer-Ausbilder hat uns dann aufgeklärt und sagte, Karma ist, laut Definition, das Gesetz von Ursache und Wirkung. Also geht schon so ein bisschen in Richtung Bumerang werfen. Wenn ich den Bumerang werfe, je nachdem, wie ich den werfe, als Ursache, bam, ist die Wirkung eben, dass er vielleicht zu mir zurückkommt, wenn ich ihn fangen kann oder gegen die Stirn bekomme oder dass er einen ganz anderen Kreis dreht. Ursache und Wirkung. Und dahinter steht die Annahme, dass die Dinge eben nicht zufällig passieren und dass sie auch einen Sinn haben, also dass die Sachen, die passieren, auch einen Sinn haben und nicht einfach nur passieren, weil sie passieren. Und ja, das kann man ja nun sehen, wie man möchte. Da denke ich dann so, naja, schlimme Schicksalsschläge, schlimme Erkrankungen, fällt es dann manchmal eben schwer zu sagen, das hat jetzt einen Sinn. Aber nach der Sichtweise auf Karma kann man auch sagen, dass es manchmal der Sinn dahinter vielleicht auch einfach ist, dass man lernt aus gewissen Situationen für die Zukunft, egal wie das aussieht. Hoffentlich positiv, würde ich jetzt mal denken. Karma bedeutet rein wörtlich übersetzt so viel wie Tat oder Handlung.
Und da gibt es ja natürlich immer einmal die tatsächliche physische Tat, die wir vollziehen. Aber es gibt eben auch die Gedanken. Auch Gedanken können Karma erzeugen, Karma transportieren. Vielleicht hat man da als Beispiel, je nachdem, wie man mit sich selbst spricht, was man sich selbst immer sagt, das sind ja auch Samen, die man sät. Und führt dann auch zur dritten Tat oder Handlung. Und zwar Sprache oder Worte, die wir nutzen oder die wir eben nicht nutzen. Und wie wir Sprache einsetzen und wie wir sie nutzen, auch das sind Taten, auch wenn sie nicht in erster Linie physische Taten sind, die aber Einfluss haben auf das Karma, Gesetz von Ursache und Wirkung. Genau. Aus yogischer Sichtweise wird nun gesagt, dass das Ziel ist, möglichst so zu leben, dass kein weiteres Karma erzeugt wird. Und da haben wir auch drüber diskutiert, weil so, hä, wie soll man denn leben, ohne dass weiteres Karma erzeugt wird? Langer Diskussionsstrang. Und ja, das heißt dann, im ersten Schritt haben wir dann gesagt, okay, geht es darum, kein Leid zu erzeugen. Laut Yoga gibt es nun drei Arten von Karma. Drei. Und zwar gibt es einmal Sanchita. Es gibt Prarabdha, ein Zungenbrecher, und Agami. So, was verbirgt sich jetzt hinter den Worten? Das eine ist Sanchita, das ist die Vergangenheit. Das sind die Summe aller angesammelten Karmas, was noch nicht aufgearbeitet wurde. Und Yoga sagt, dazu zählt auch Karma aus vorherigen Leben. Sprich, wenn man nach dieser Denkweise geht, je nachdem, wie viele Leben man schon hinter sich hat, hat man auch verdammt viel Karma angesammelt. Oder vielleicht auch schon abgebaut. Man weiß es ja nicht. Die zweite Form, Prarabdha, ist Gegenwart, bedeutet Gegenwart. Und das ist das Karma, was man jetzt in der Gegenwart ansammelt durch seine Taten. Und das fand ich ein ganz gutes Beispiel. Mein Ausbilder sagte, ein gutes Beispiel für Karma in der Gegenwart ist unser jetziger Körper. So wie wir uns jetzt fühlen in diesem Moment, so wie wir jetzt, welche Beschwerden wir jetzt haben, das ist das Karma der Gegenwart in der reinen Form. Und die dritte Form ist dann natürlich Agami, Zukunft. Das ist das Karma, was durch die jetzigen Handlungen für die Zukunft erzeugt wird. Und ja, dazu zählt eben auch, es gibt eigentlich nichts, was man tun kann, was keine Auswirkung auf die Zukunft hat. Diese drei Arten des Karma spielen nun miteinander, gehen miteinander über und hängen miteinander zusammen. Ich habe mir da eine wunderschöne Zeichnung dazu aufgemalt. Ich will sie euch nicht vorenthalten, vielleicht könnt ihr es dann ein bisschen besser verstehen. Das ist jetzt meine originale Mitschrift. Man sieht hier den Mensch. Und dieser Mensch tut etwas, hat eine Tat. Und das ist halt dieses Prarabdha-Karma, was sofort zurückkommt. Zum Beispiel, man isst irgendwas Heißes, verbrennt sich den Mund, man hat sofort eine Reaktion. Gleichzeitig macht diese Tat aber auch ein Samen im Prinzip in die Zukunft. Das ist dann Agami, das zukünftige, zukünftige Karma. Und dann haben wir eben wie so ein kleines Sammelbecken, wo sämtliche Samen drinnen liegen bereits. Sanchita, der Vergangenheitskarma-Speicher. Und ja, es ist halt wie so ein Kreislauf, denn wenn die Zeit reif ist, wird diese Erfahrung Sanchita, die einmal in der Vergangenheit Gegenwart war, dann als zukünftiges Karma eingelagert wurde. Nun, wenn die Zeit reif ist, wieder aktiviert und sorgt für wieder Prarabdha, für gegenwärtiges Karma. Das Wichtige ist allerdings, es geht bei dieser ganzen Karma-Geschichte, Taten, Tun und so weiter, nicht um eine 1-zu-1-Beziehung, sondern es geht um die dahinterliegende Erfahrung. Und als Beispiel hatte man dann noch gesagt, ich zum Beispiel mache Handlung A. Jemand anders erfährt Handlung B und wieder irgendjemand anders, es gibt dann eins nach dem anderen,
Person XYZ oder was auch immer, tut Handlung C, die diese Auswirkung auf mich hat, dass ich Handlung B erfahre. Also quasi das, was in dieser allerersten Ich tue A, jemand erfährt B, mir widerfährt. Ich hoffe, es ist einigermaßen nachvollziehbar. Auch da ist es halt schwierig, ne? Das war so mein Gedanke dabei, wo ich dachte so, naja, je nachdem, was ich tue, ich habe ja relativ wenig Einfluss darauf, wie etwas bei meinem Gegenüber ankommt. Also ich habe schon Einfluss, aber wie die Person es dann jeweils erfährt, ist ja, liegt ja nicht in meiner Macht. Ich kann selber nur nach bestem Wissen und Gewissen handeln und ich glaube, das ist schon mehr als manch einer tut. Aber was dann wirklich bei meinem Gegenüber ankommt, selbst wenn ich was zum Beispiel total nett und freundlich gemeint habe und mein Gegenüber das aber als eine Grenzüberschreitung sieht, weil er sich dadurch, Beispiel, ich biete Hilfe an und mein Gegenüber fühlt sich dadurch aber gedemütigt, weil er denkt oder sie denkt, dass ich dieser Person unterstelle, dass sie selber etwas nicht schaffen kann. Man weiß es halt nie, ne? Deswegen, ich stehe dem Ganzen kritisch gegenüber. Muss schon ein bisschen drüber nachdenken. Was ich auch noch ganz interessant finde, ist, dass auch gesagt wurde, dass wir dieses Konzept des Karmas nur auf uns selbst anwenden sollen und nicht auf andere. Sprich, das, was ich schon ein paar Mal erlebt habe und auch selber gemacht habe, ist im Sinne von, oh, da sammelt jemand aber schlechtes Karma oder, das gibt schlechtes Karma. Dieses auf andere Personen übertragen, soll man nach der yogischen Sichtweise nicht machen, sondern anderen Personen immer mit Mitgefühl rein begegnen, ohne diese Karma-Gedanken. Danach haben wir uns noch die verschiedenen Untergesetze des Karma angeguckt, aber das geht jetzt zu tief, wenn ich da noch tiefer reingehe. Ein Gedanke, den ich aber ganz schön fand, den ich an der Stelle noch mitgeben möchte oder noch teilen möchte, ist, dass einer der Gedanken auch ist oder eines dieser Untergesetze, das am Ende Gnade besteht. Sprich, vielleicht haben wir einen riesigen Speicher an Karma, den wir mit uns rumschleppen. Und es ist aber nicht zwingend unsere Aufgabe, alles Karma zu lösen. Keine Ahnung, ob, wenn es das alles gibt, ob das jemals tatsächlich möglich ist. Und dann kommt eben das Gesetz der Gnade mit rein. Dass, wenn man eben Themen bearbeitet, die für einen selber wichtig sind, Themen, unter denen man in der Gegenwart leidet und einen Weg findet, um das aufzulösen, vielleicht dadurch auch noch viele andere kleine Karma-Punkte für sich selber mit auflöst, irgendwann ist dann auch der Punkt erreicht, wo man sagt, es ist gut, es reicht, genug Karma aufgelöst, das andere Karma kümmert uns jetzt in dem Moment nicht mehr. Das fand ich dann doch ein bisschen tröstlich, weil wenn ich mir vorstellen würde, ich hätte so einen riesigen Rucksack voll Karma und ich müsste mich darum kümmern, wie soll ich das schaffen? Das war jetzt ein kleiner Einblick in den Themenbereich Karma, ein Bereich, den ich sehr interessant finde, sehr diskutierenswürdig, aber auch, wo ich denke, so, das eine oder andere stößt schon auf Resonanz. Was ich halt persönlich so noch mitgenommen habe, was mir wichtig war, war eben dieses eine, diese Form von, man lernt aus den Erfahrungen, man lernt aus der Gegenwart auch, also was man so ein bisschen guckt, wie geht es mir gerade, wie geht es mir in meiner derzeitigen Situation, wenn ich darunter leide, was kann ich dann dafür tun, um das aufzulösen, inwiefern hängt es vielleicht mit meinem Karma, mit meiner Vergangenheit zusammen, denn häufig, nicht immer, aber häufig ist es ja so, dass die Situation, in der wir uns befinden, zumindest in unserer westlichen, wohlsituierten Welt, ja auch auf eine Art eine selbst geschaffene Situation ist. Und wenn wir merken, dass es diese Situation passt halt nicht mehr, zu schauen, welche Optionen hat man, um aus dieser Situation herauszukommen und für sich selber zu lernen, sich weiterzuentwickeln und sich ein besseres Leben zu verschaffen und im Idealfall auch seiner Umwelt. Das wäre natürlich toll. Und dieser zweite Punkt oder der andere Punkt, den ich halt noch gut finde, ist, dass man sagt,
klar, das Karma ist halt letzten Endes in uns, in unserem Geist. Und das heißt aber eben genauso, dass man auch aussteigen kann. Wenn man sagt, okay, das Karma, das ist da, das akzeptiere ich jetzt, aber ich beschäftige mich jetzt nicht mehr damit. Das ist halt so. Den Gedanken finde ich sehr cool, aber ich habe ihn noch nicht ganz durchdrungen. Kommt hoffentlich noch. Ja, das war's zum Thema Karma. Die Praxis war dann sehr umfangreich. Wir hatten drei Praxiseinheiten. Und ich habe am Tag davor, also Samstag, Sonntag war das Wochenende, ich habe am Freitag davor ein anderes Training gehabt, wo der Trainer im Nachgang noch sagte, ich hoffe, ihr habt schön Bauchmuskelkater. Ich hatte richtig Bauchmuskelkater. Und wir hatten natürlich auch die erste Yogastunde dann. War eine schön fordernde Mittelstufe und ich hab so gelitten, weil mir der Bauch und der Körper sowieso schon so wehtat vom Muskelkater. Ich dachte so, oh. Also, aber ich habe mich da durchgekämpft, habe die Sachen so weit angepasst, wie es halt möglich war. Weiß da ja mittlerweile, wo die Grenzen sind, wie man darauf achten kann. Wobei, nur weil ich weiß, wo die Grenzen sind, heißt es nicht, dass ich sie da noch tatsächlich achte. Aber jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte ordentlich Muskelkater. Das hat man auch gemerkt im Unterricht. Und der Samstag war dann aber eine sehr entspannte Unterrichtseinheit zum Beispiel. Wir haben da dann auch, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so eine spezielle Yoga-Meditationsform gemacht, in der wir wie auf so eine Art geistige Reise geschickt wurden. Ich habe leider echt vergessen, wie es heißt, aber es war interessant. Es war das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Insgesamt fand ich, war es echt ein tolles Yoga-Wochenende. Ich habe danach erstmal ein bisschen Ruhe gebraucht für den Körper, damit er sich wieder erholen konnte. Es war doch ein bisschen viel. Aber insgesamt hat es echt Freude gemacht und es war total schön, sich mit den anderen so viel auszutauschen und die Zeit auch zu haben, die Themen zu vertiefen, zu diskutieren und natürlich gemeinsam zu essen. Ja, danke dir, dass du bis hierher zugehört hast. Und ich hoffe, es war vielleicht das eine oder andere Interessante dabei für dich. Für mich war es, wie gesagt, sehr spannend, rund um das Thema Karma zu denken und zu diskutieren. Und ich bin stolz auf mich, dass ich die Praxiseinheiten auch irgendwie durchgehalten habe. Wenn auch mit vielen, oh, mein Bauch tut weh. Ja, es ist halt so, ne? Ja. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir ein Like da lässt oder wenn du auch gerne meinen Kanal abonnierst, damit du kein Video mehr verpasst. Und bei sämtlichen Fragen rund zum Thema Yoga schreib mir total gerne einen Kommentar. Dann wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao!